Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz AG3.1 besprechen, bei der es um Vektoren als Zahlentupel geht. Um euch das Ganze etwas näher zu bringen, habe ich mir zwei Aufgaben ausgesucht, welche ich unter aufgabenpool.at/ahs auf der Seite des Ministeriums finde. Die erste Aufgabe, die 1207, handelt von Energiesparlampen, welche in der Buchhaltung unter siebendimensionalen Vektoren angegeben sind. Der Ausdruck unten soll dabei im Sachzusammenhang interpretiert werden. Hat man etwas komplexere Ausdrücke, wie hier, dann ist es oft dienlich, sich so eine Art Fahrplan zurechtzulegen. Wie habe ich das Ganze zu interpretieren, wie habe ich das Ganze zu bearbeiten? Auch ich habe das gemacht und gebe hier eine mögliche Vorgangsweise an. Schritt 1. Ich überlege mir, welche Dimensionen die ganzen Vektoren haben. Dies ist wichtig, um zu wissen, ob man sie addieren, subtrahieren und multiplizieren kann. Als zweites überlege ich mir, ob die Einzelteile Vektoren oder Skalare liefern. Auch dies ist wichtig, vor allem im Hinblick auf die spätere Interpretation. Im Schritt 3 gehe ich von innen nach außen vor und schaue mir die Bedeutung der Einzelteile in der Gleichung an und am Schluss schaue ich noch nach, ob es Einheiten gibt, auf die ich eventuell achten muss. Was bedeutet das nun für mein Beispiel? Schauen wir uns die Dimensionen an. Im Text steht, dass alle Vektoren siebendimensional sind. Das heißt, ich werde später kein Problem haben, da alle Vektoren untereinander kombinierbar sind. Im zweiten Schritt überlege ich mir, ob die Einzelteile Vektoren oder Skalare liefern. Schauen wir uns hierfür noch einmal die Gleichung an. Ich habe Subtraktion, Addition und Multiplikation. Im Formelheft stehen die nötigen Formeln, Addition, Subtraktion und eben Multiplikation. Und ich erkenne, dass der Klammerausdruck insgesamt wieder einen Vektor liefert. Der multipliziert mit p schlussendlich einen Skalar zum Resultat hat. Kommen wir nun zum Schritt 3. Was bedeuten die Einzelteile? Auch hierfür noch einmal die Gleichung und die Angabe, was im Text dazu steht. L1 und L2 sind somit die Lagerbestände zu Beginn des Tages. Subtrahiert mit b, die ausgelieferten Lampen, ergibt dies, wie viele Lampen sind noch im Lager am Ende des Tages? Multipliziere ich das Ganze mit dem Verkaufspreis, erhalte ich den Wert aller Lampen, die am Ende des Tages noch im Lager sind. Gibt es hier noch eine Einheit, auf die ich achten muss? Schritt 4 wäre dies. Nein, das ist hier nicht der Fall. Es ist nichts Konkretes im Text gestanden. Das heißt, ich könnte Euro- oder Geldeinheiten nehmen. Ein kleiner Tipp am Rand noch. Ich würde am Schluss noch sicherheitshalber alles noch einmal durchlesen, um nichts zum Übersehen. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel, das ich anführen will. Es handelt sich hierbei wiederum ein Beispiel der Seite des Ministeriums und konkret ist dies die Nummer 1419, bei der es um Gehälter von Mitarbeitern geht, die in einem achtdimensionalen Vektor zusammengefasst sind. Auch hier muss ich wieder den Ausdruck im Kontext angeben. Schauen wir uns das wieder im Detail an. Ich habe den Ausdruck G mal 8 Einser. Dies gibt eine Skalarmultiplikation und ich weiß, aha, es kommt ein Skalar als Ergebnis heraus, also kein Vektor. Wie ist der in diesem Fall zu interpretieren? Es ist einfach die Summe aller 8 Gehälter. Also könnte man sagen, die Summe aller 8 Gehälter der Mitarbeiter ist dieses Ergebnis. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte. Bis bald!